Die Franzosen haben die Brücke im Westen gesprengt, um unsere Vormarsch zu verzögern. Da Ihre Einheit sich hinter den feindlichen Linien befindet, haben Sie die Aufgabe, das Problem zu lösen. Führen Sie Ihre Truppen in das Dorf im Südwesten und versuchen Sie, einen Versorgungs-LKW zu stehlen. Mit Hilfe der in Ihrer letzten Mission eroberten Artillerie können Sie das andere Ufer unter Beschuss nehmen, die Brücke reparieren und dann mit Ihren Truppen einen Brückenkopf am Westufer bilden. Kurz, Versorgungs-LKW stehlen, Brücke reparieren, Brückenkopf bilden. Und damit wieder herzlich willkommen bei Sudden Strike 1 Gold in der deutschen Kampagne und auf geht's. Und wieder willkommen zurück. Ich habe jetzt schon wieder einen Spielstand angelegt und ganz schön realistisch hat sich das Spiel gemerkt, dass wir alle Kanonen leer geschossen haben. So, damals nicht schlecht. So. Wir haben hier nur unseren Trupp, wollen mal erstmal hier diesen normalen LKW quasi erobern. Oder? Geht das? Noch mal gucken. Ja, genau. Perfekt, man muss nur in die Nähe laufen. Also wir müssen hier in diesen Ort rein, an diesen Versorgungs-LKW ran. Was wissen wir? In diesen Wachtürmen, wenn da jemand ist, der kann sehr, sehr weit sehen, oder die. Ist die Frage, wie wir da am besten hinkommen. Eigentlich würde ich gerne... Hier hätten wir zwar die Anhöhe, aber von dort werden wir sehr gut gesehen. Ich möchte das doch eher anders lösen. Erstmal einen LKW auf die Nummer 2 legen. Unsere Soldaten nehmen. Und tatsächlich hier rum. Ah, oh, da ist ja auch noch... Stimmt, das... Doch, wir können bestimmt hier durch die Lücke durchstoßen. Das könnte klappen. Der direkte Weg ist mir zu gefährlich. So, wo ist denn unser Offizier? Haben wir denn einen? Ich sehe keinen Offizier. Warum haben wir keinen Offizier? Oder hat das Spiel uns gesagt, hey, die Einheiten, die hier im Gebäude waren, die sind jetzt quasi nicht mehr lebendig, neutralisiert. Ist ein bisschen fies. Hm. Tatsächlich. Also, setzen wir mal Wegpunkte hier hin. Dann hier hin in den Wald. Dann hier in diese Gasse. Und den Transport-LKW, den lassen wir mal. Hier wird schon niemand auf der Anhöhe stehen. Hoffe ich für uns. Weil hier der Weg, das ist zu offensichtlich und mir gefallen nicht diese Wachtürme. Die haben einfach enorme Sichtweite. Ich glaube, das sind die Gebäude mit der weitesten Sichtweite, wenn man eine Einheit reinstellt. Ganz ins Spiel. Also immer, immer, immer zerstören oder halt selber nutzen. Na, gucken wir mal. Klar, mit dem normalen LKW können wir dann die Geschütze relativ zügig hier ranziehen, wenn wir hier sind. Und na, das wird interessant hier. Wenn hier Einheiten sind, dann können wir uns von Haus zu Haus kämpfen. Das sollte ja klappen. Aber wir müssen geschickt dabei vorgehen, um uns nicht da festnageln zu lassen. Sprich, eine einzelne Person in ein Gebäude rein und dann von Gebäude zu Gebäude. Dass wir ja immer aus anderen Gebäuden dann Deckungsfeuer haben. Denn mit zu wenig Straßen, Entschuldigung, mit zu wenig Soldaten auf offener Straße endet bestimmt sonst nur böse. Leute, warum bewegt ihr euch nicht? Doch, weil ihr nicht zum Trupp 1 gehört. Ah. Ja, komm. Ihr seid dann sozusagen die Nachhut. Wir haben perfekt erfahrene Soldaten. Das gleicht zumindest teilweise aus, dass wir keinen Offizier haben, weil die Sichtweite natürlich dadurch besser ist. Und ich bin nicht sicher, Feuerrate und oder... Nee, ich weiß auf jeden Fall, voll ausgebildete Einheiten machen mehr Schaden.
Aber Feuerrate? Nee, Feuerrate glaube ich nicht. Bin ich nicht ganz sicher. Wenn es jemand besser weiß als ich, bitte gerne in den Kommentaren da lassen, die Info. Und was ich eigentlich auch mal gern hätte, also klar, eine Einheit mit 0 Erfahrung macht, sagen wir, Schaden 100, einfach nur als Beispiel. Eine mit 1000 Schaden, sagen wir 200. Aber wie skaliert es zwischendurch? Würde mich auch mal interessieren, ob da jemand Info hat. So. Die zwei Häuser lassen wir mal lieber aus. Ein Schütze dahin. Der zweite dahin. Und der dritte Mann kann schon mal da rein. So, versuchen wir mal 5 Gebäude zu besetzen. Die kommen auch gut. Schön nachziehen, Leute. Die auch. Es könnte auch sein, dass hier gar niemand ist, aber ich weiß es wirklich nicht mehr. Es ist so ewig her, als ich das gespielt habe. Hier, das scheint hier im ersten Gebäude sauber zu sein. Okay, die kommen. Dann gehst du dahin. Du gehst dahin. Und der geht dahin. Das Fahrzeug wurde uns schon übergeben. Sehr gut. Das ist jetzt so zwar etwas langsam, aber sicherer. Okay, nee, pass auf, du musst hier einmal so rum und dann da rein. Mein Kollege geht auch erstmal hier mit dem Wegpunkt und dann da rein. Denn wir dürfen nicht hier laufen, das ist zu offensichtlich und gefährlich. Nein, 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 stopp, stopp. Von wo kamen die Schüsse? Oh, geht da auch außen rum? Ah, okay. Das Feldgeschütz ist dort. Ah, da könnte da reinkommen, ja. Oh, oh, da rennt auch ein Feind. Elite-Soldat sogar, das ist gar nicht lustig. Ja, das habe ich mir gedacht. Na, wir kriegen das geregelt. Wir haben jetzt nicht mal den Versorger bis jetzt genutzt. Aber den brauchen wir wahrscheinlich auch nicht, wenn wir es geschickt machen. Ah, schnell, schnell, wenn das noch schafft. Wie gesagt, wenn das schafft, in ein Gebäude zu kommen, dann ist er quasi unsterblich, bis das Gebäude weg ist. Geht da rein, 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 ja. So. Gut, jetzt können wir das quasi aussitzen. Nehmen wir mal die 2 und gehen mal hierher. Ich hoffe, der macht nichts Blödes, der LKW. Denn bitte, 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 bitte. Okay, gut. Ich hatte kurz überlegt, nicht, dass da das Geschütz noch steht. Wow, 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 wow. Es steht noch. Stopp, 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 stopp. Oder waren das Minen? Ich meine, das Spiel ist von einem russischen Entwickler. Die sind immer für so Gemeinheiten zu haben. Ja. Das ist das, das Ding, ja, wir sehen's. Sieht halt zu weit. Nein! Ah! Ich mag euch nicht. Ich hab's noch gesagt.
Es ist typisch russisches Spiel. Nicht bestraft ist schon gelobt. Danke. Oh. Oh Mann. Also gut. Dann steig du mal hier ein. Nein, obwohl, braucht man gar nicht. So rum. 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 Ja. Da hat uns das Spiel getrollt. In der zweiten Mission. Also, man hat schon jetzt das Gefühl, also zumindest geht es mir so, ich weiß nicht, wie es euch damals ging, das ist jetzt schon fieser als die zweite Mission der Alliierten. Wir bringen zwar jetzt im Hauptmenü die Auflösung ein bisschen verzogen, weil diese Funktion hier, ich kann es ja kurz zeigen, hier im VM-Player mit Fullscreen, das ist ein bisschen komisch. Nein, nein, nicht so weit. Also, die Funktion funktioniert so, dass ich jedes Mal, wenn sich die Auflösung ändert, muss ich neu auf Fullscreen gehen. Deswegen. Das heißt, wenn normalerweise diese Missionsbriefings kommen, dann drücke ich danach kurz auf die Aufnahmepause, gehe in der Auflösung wieder auf Fenstermodus von der VM und dann wieder auf Fullscreen. Dann ist jetzt wieder so. Weil das eigentliche Spiel ist ja auf 1024, meint jemand 68, aber das Hauptmenü ist auf 640x480. Das nur so ganz am Rande. Mann! Ich ärgere mich sogar ein bisschen jetzt. Oh Mann, und ich habe es auch noch kommen sehen, hier mit der Pack. Das war schon riskant. Dann auch noch mit den Minen, ja, danke. Aber okay, dann können wir das jetzt mal... Wie war es denn nochmal? Wenn ich jetzt einen Schützen nehme und dann angreifen Befehl gebe auf den Turm, dann schießt er doch auch aus dem Nebel des Krieges hin. So war es doch, oder? Haben sie überhaupt die Reichweite dafür? Nee, okay. Nee, dann will ich es nicht riskieren. Ah, genau. Wir können aber... Das können wir machen. Können die schon mal schleppen lassen. Das war jetzt ein bisschen verschwenderisch für uns. Wahrscheinlich, wenn ich das irgendwann nochmal spiele, dann habe ich das wahrscheinlich schon längst wieder vergessen und fahre auch wieder hier durch und wundere mich, wieso es schief geht. So. Was höre ich denn da? Ah. Okay. Ach, das geht ja gut los. Okay, unsere eigenen Minen sehen wir. Immerhin. Die liegen da auch noch. Ich meine mich zu erinnern, irgendwo bei jemand gesehen haben, der Sudden Strike Forever gespielt hat, dass da sowas nutzt, weil er weiß, das kommt in der nächsten Mission nochmal die Karte, wenn man Zeit hat, schon vorbereiten für die nächste Mission. Das ist natürlich dann Meta-Wissen, weil man die Kampagne schon kennt. Also gut, dann einmal mit euch, lauft schon mal hin. Tja. Da hat uns das Spiel gefoppt. Aber gut. Jetzt wissen wir auch, wieso wir den anderen LKW bekommen haben. Das ist unser... Wie soll man es ausdrücken? Unser YOLO-Scout? So kann man es, denke ich, ausdrücken. Der ist nicht dafür da, Leute zu transportieren oder die Packs zu ziehen. Nein, nein, nein. Den sollen wir dahin schicken, wo wir unseren Versorger hinschicken wollen. Er soll auf die Minen fahren, nicht der Versorger. Na, komm. Nee, ich traue mich nicht, hier durchzufahren. Ich nehme lieber jetzt den langen Weg. Noch einmal lasse ich mich jetzt vom Spiel hier nicht veräppeln. Ich meine, die können ja auch Minen räumen.
Ja, hätten wir halt auch machen können. Hierher? Das sollte ja klappen. Ach, die Pack hat jetzt Munition, jetzt wo jemand drin ist. Ah, die waren die ganze Zeit voll. Oh Mann. Wie sagen die immer? Oh Mann, das gibt's doch nicht. So, wie weit ist die Reichweite? Okay, nicht schlecht. Das sah jetzt gerade witzig aus. Einmal mit dir bitte hier hin. Dann hätte ich dich gerne hier. Und der dritte im Bunde. Ich sehe den jetzt gerade gar nicht. Läuft den längsten Weg, den es gibt. Komm, den holen wir jetzt ab mit dem Transporter. So, speichern ist immer wichtig. Sicher ist sicher. Weil es das Spiel abstürzt. Nee, jetzt, oder? Boah, schieß doch drauf. Schieß drauf. Schieß drauf. Das fängt schon gut an. Komm, mach Sicht. Eieiei, das fängt gut an. Ja, das überlebt er natürlich nicht. Eieieiei. Bitte mach nichts Blödes. LKW. So. Und jetzt den hier hin. Komm. So, und abladen und wegfahren. Jetzt den fast. Müssen wir jetzt noch händisch nachziehen. Aber die sind relativ schnell, weil es eine Pack 37 ist. Ist ja nicht so schwer. Weiß jetzt nicht, wie viel Schüsse das Ding braucht. Deshalb hauen wir einfach welche drauf. Die Bäume hier müssen weg, damit wir was sehen. Komm. Ja, komm. Weg. Nächster Baum. Weg. Nächster Baum. So. Komm, komm. Jetzt haben wir einen Blick drauf, was da passiert. So. Dann können wir hier die nachziehen. Ja, also nachziehen. Und drehen. Dann wollen wir hier mal gucken gehen mit einem. Herr Oberst. Ja. Geht du auch mal dahin? Ah, der Turm steht noch. Ja, das dachte ich mir, das endet böse. Der muss weg. Jetzt besser. Sonst wird es nämlich gar nichts. So schnell hier rein. Ja, ja, klar, das konnte er jetzt nicht überleben. Das war jetzt aber auch nicht überraschend. Der Turm ist auch noch gefährlich. Wie arbeiten wir uns da sinnvoll vor? Wir müssen ja in Geschützreichweite kommen. Oh. Der geht dann auch hier hin. Ah. Okay, den kriegt er. Der hat ganz schön gewütet. Eieiei. Leute, das könnte wieder verloren gehen. Eieieiei.
Eieieiei. Wir hatten jetzt aber auch echt wenig Soldaten. Das ist jetzt aber auch echt ein Beginn. Leute, Leute. Lad mal hier nach. Mein Problem ist jetzt dieser Turm da unten. Wir müssen da ein ganzes Stück näher. Wie sollen wir da hinkommen? Wie an den Turm. Da ist ja auch noch einer. Das ist ja das nächste Problem. Ohne Offizier. Oh je, oh je. Oh je, oh je, oh je. Das ist ja auch so schon absurd eigentlich. Also anders gedacht. Hier ist der Weg nicht weit. Den können wir jetzt manuell rausziehen. Den müssen wir auch rausnehmen. Den ebenso. Also wir müssten das mit dem vorhandenen Material theoretisch schaffen können. Denn der deutsche Schütze sieht gut. Nur diese Türme sind als Problem. Wenn wir den weg haben, dann können wir hier, da haben wir eine Chance, an den ranzukommen. Puh. Das wird was. Kannst du schon? Fast. 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 Näher. Näher. Jawohl. Jetzt. Hau da drauf. So. Ich will ein ganzes Magazin drauf haben. Ich traue nämlich der Sache nicht. Komm. Ja, das ist, ich glaube, das zählt. Also, wie viel fehlt für hier? Ein ganzes Stück. Wie viel fehlt für hier? Logischerweise. Ist logisch, was da fehlt. Vielleicht können wir von da dahin auch noch kommen. Wenn dann die Bäume weg sind, dahin. Also lasst mal gucken. Das soll bitte nicht Feuer einstellen. Muss einen kurzen Moment warten. Denn bis man die volle Sichtheit weiter hat, dauert es ja immer ein Sekündchen. Los, los, los! Uiuiui. Geht da. Von unten können die uns jetzt nicht sehen. Okay, gut. Dann können wir versuchen, ob wir den ganz ins Eck bekommen. Denn von dort vom Eck können wir vielleicht dahin schießen. Oder wenigstens dahin. Oh Mann, das gibt's doch nicht, passt wirklich. Ich bin wirklich so ein bisschen überzeugt, dass die Einheiten, die hier drin sind, die haben wir halt nicht mehr bekommen. Und es guckt halt nach der ersten Mission, was hast du noch und was ist übrig? Ach, du hast so und so viel verloren, ja, dann Pech. So. Knapp. Oh. Wie viel fehlt da? Wenig. Könnt ihr hier durch? Nein. Okay, das war klar. Oh, wie lösen wir das jetzt? Wie kriegen wir das gelöst? Es gibt keine Möglichkeit, eine Pontonbrücke zu bauen, außer hier, wo es keinen Sinn macht. Das ist schade. Ah, dieses Stückchen.
Wobei durch... Ich habe eine Idee. Naja. Nein, 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 nicht darum. Ihr wart schon richtig hier. Durch den Flächenschaden können wir vielleicht hier was anrichten. Einfach nur mal... Komm. Ja, genau, nämlich so. Zwei Schüsse gingen rein, oder drei? Gucken wir mal. So, das komplette Magazin. Okay, jetzt kannst du aufladen. Was? Wo wurden wir beschossen? Komisch, nee, beide sind doch voll fit. Also, und geht da dasselbe Spielchen? Ich will noch mal kurz gucken, aber das ist zu weit, okay. Schade, schade, Schokolade. Dieser Turm. Ja, was wollen wir denn machen? Müssen das so probieren. Mal dranhängen. Schuss hat er, ja. Also, wir wissen, hier ist vermint. Das heißt, wir dürfen wieder so, 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 oh Mann. So und dann so. Ganz außenrum. Einmal bitte Karte. So, geh mal einer da raus. Kann ich dich... Hier runter geht's nicht, oder? Nee. Ja, da wird's uns gesehen. Aber da könnte... Hier, 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 hier erstmal. Wäre doch gelacht, wenn wir das jetzt nicht schaffen. Und in der Zwischenzeit, weil wir das eh machen müssen, kann ich schon mal unseren Versorgungs-LKW auch auf die Reise außen rumschicken. Denn da fährt er sicherlich nicht durch. Müssen wir nicht da noch länger warten. Eieieiei. Dieser blöde Wachturm. Das dauert jetzt natürlich lange. Was?